Welt und wir schauen nach Japan zum G7-Gipfel an symbolträchtigem Ort in Hiroshima. Momentan allerdings sind die Staats- und Regierungschefs auf der Insel Miyajima in der Präfektur Hiroshima. Dort nämlich steht der berühmte Itsukushima-Schrein. Wir sehen ja auch die Live-Bilder von dort. Sie schauen sich die verschiedenen Bauwerke gerade an. Und das Ganze ist auch eines der berühmtesten Fotomotive Japans, beziehungsweise das bezieht sich mehr auf das Tor, quasi der Eingang zu diesem sehr berühmten Schrein, gehört eben zu den meist fotografierten Orten in Japan. Und auch dort werden sich die G7-Staats- und Regierungschefs noch einmal aufstellen. Das Ganze übertragen wir live. Und live für uns vor Ort ist Welt-Chefredakteur Jan-Philipp Burgard. Nochmal an dich die Frage, wenn so viele Staats- und Regierungschefs da sind, muss natürlich die Sicherheit gewährleistet sein. Das ist immer der Fall. Aber Japan versucht es jetzt noch besser zu machen. Ja, Japan ist besonders nervös, muss man sagen, denn es gab hier im vergangenen Monat ein Attentat auf den Premierminister Fumio Kishida. Es ist eine Bombe detoniert direkt neben ihm. Er ist glücklicherweise nicht verletzt worden, aber das ist deshalb auch erwähnenswert, weil im Vorjahr ja der ehemalige Premierminister Shinzo Abe bei einem Attentat ums Leben gekommen ist. Und insofern sind die Sicherheitskräfte hier besonders darauf bedacht, natürlich die Weltpolitiker zu schützen. Und das spüren wir hier vor Ort, egal wo man hinkommt. Gestern schon, als wir mit der Delegation des Bundeskanzlers vom Flughafen in die Innenstadt von Hiroshima gefahren sind, da waren sämtliche Straßen gesperrt. Wir haben Tausende von Polizisten an den Straßenrändern gesehen, die die Strecke da gesichert haben. Insgesamt sind 24.000 Sicherheitskräfte aus ganz Japan hier in Hiroshima zusammengezogen worden. Die Schulen sind geschlossen, 140 an der Zahl, weil der Verkehr so dermaßen eingeschränkt ist. Und selbst der Automobilhersteller Mazda, der hier in Hiroshima ansässig ist, hat jetzt für die kommenden Tage die Produktion eingestellt, weil die Sicherheitseinschränkungen einfach extrem groß sind. Und wir spüren eben auch bei den Polizisten, ich glaube, man sieht sie auch um uns herum, dass da eine sehr große Anspannung einfach da ist. Jan-Philipp, wir sehen momentan die Bilder aus dem Itsukushima-Schrein. Das sieht wunderschön aus. Dort wird den Staats- und Regierungschefs gerade gezeigt, was das Besondere ist, was die Bedeutung ist dieses Bauwerkes. Aber du weißt mehr darüber. Ich befürchte, ich konnte deine Frage nicht verstehen, Katja, wenn du die noch einmal wiederholen könntest. Wir sehen gerade die Bilder aus dem Itsukushima-Schrein, der gerade den Staats- und Regierungschefs gezeigt wird. Und von dir würden wir jetzt auch gerne wissen, was das Besondere ist an diesem Bauwerk. Ja, dieses Bauwerk ist einerseits eben sehr alt. Der Bau wurde schon im 6. Jahrhundert begonnen. Die Insel, auf der sich der Schrein befindet, ist heilig. Es gibt da Rehe, Affen übrigens, also auch sehr idyllisch, was die Natur betrifft. Und dieses Bauwerk ist einfach extrem bekannt in Japan. Es ist wahrscheinlich vergleichbar in Deutschland mit dem Brandenburger Tor oder mit dem Eiffelturm in Paris. Und nach unserer Interpretation ist der japanische Gastgeber, Premierminister Kishida, einfach sehr darauf bedacht, natürlich seinen internationalen Gästen auch mal die Schönheit des Landes zu präsentieren. Heute Morgen waren die Gäste ja hinter uns bei der Kuppel des Atombombenabwurfs von Hiroshima von 1945 da im Friedenspark, was wir da sehen. Das hatte natürlich eine große historische Tragweite, aber es hat natürlich auch eine gewisse Tragik, dieses Bild. Und jetzt geht es gerade wahrscheinlich einfach darum, auch ein bisschen idyllische Bilder zu produzieren, die dann um die Welt gehen. Nichtsdestotrotz, es liegt ja ein arbeitsreicher Tag hinter den Staats- und Regierungschefs. Unter anderem haben sie eine gemeinsame Erklärung zu Russland verfasst. Was steht da drin? Naja, passend zu der symbolischen Bedeutung des Ortes Hiroshima findet sich darin einerseits eine große Mahnung in Richtung Russlands. Man verurteilt die Drohungen Russlands, einen Atomschlag gegen die Ukraine zu verüben, aufs Schärfste. Man sagt, das sei verantwortungslos und gefährlich. Das ist ein zentrales Element. Gleichzeitig werden weitere Sanktionen angekündigt. Man möchte die russische Kriegsmaschinerie lahmlegen, heißt es da. Zum Beispiel durch Exportbeschränkungen von Gütern, die auf dem Schlachtfeld genutzt werden können.
Und drittens versichert man der Ukraine weitere Unterstützung, und zwar as long as it takes, also so lange wie nötig. Das ist auch wichtig, und diese Unterstützung, die ist nicht nur militärischer, sondern auch finanzieller und humanitärer Natur. Ein Passus, der auch interessant ist, ist übrigens zum Thema Korruption. Da fordern die G7 doch auch einen entschlossenen Kampf innerhalb der Ukraine gegen Korruption, wenn eben da Finanzhilfen in Milliardenhöhe fließen. Jan-Philipp Burgert, ganz herzlichen Dank für diese Informationen aus Hiroshima. Und wir sehen es jetzt auf den Live-Bildern vom Izukushima-Schrein. Die Staats- und Regierungschefs haben sich aufgestellt vor einem der berühmtesten Fotomotive Japans, dem Torii, also eigentlich das Tor zu diesem Schrein, der eben eines der häufigsten fotografierten Motive ist in Japan überhaupt. Jan-Philipp Burgert hat es ja gerade gesagt, vergleichbar mit dem Brandenburger Tor in Deutschland. Hier also noch einmal das Familienfoto, das noch einmal zeigen soll, die Verbundenheit, die Freundschaft zwischen den Staats- und Regierungschefs und natürlich auch die Schönheit des Landes, die Schönheit Japans. Und bei mir im Studio ist Wolfgang Ischinger, der langjährige Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich habe ja gerade mit Jan-Philipp Burgert gesprochen über eben das, was da jetzt auch schon zu hören war von dem G7-Gipfel, nämlich diese Sanktionen gegenüber Russland, die jetzt noch einmal ausgeweitet werden. Aber Ihrer Meinung nach, was können die noch bewirken? Naja, es kann kein Fehler sein, die Sanktionen noch weiter zu verschärfen, weil wir ja erleben, dass die Umgehungsmöglichkeiten bei diesen Sanktionen sehr, sehr üppig genutzt werden. Ich habe heute Vormittag irgendwo gelesen, dass die Automobilzubehörexporte nach Kirgisistan um 4000% gestiegen seien. Also es würde mich wundern, wenn die alle für Autos in diesem Land gebraucht werden. Also das ist eine Umgehung, um dann von dort nach Russland gebracht zu werden. Also die Sanktionen, die Umgehungstatbestände einzuschnüren, ist sicherlich eine richtige Entscheidung. Man darf sich allerdings nicht der Illusion hingeben, als ob diese weiteren Sanktionsbeschlüsse jetzt kurz- oder mittelfristig tatsächlich Putin zum Einlenken bringen würden. Es wird den Druck verstärken, die Einschränkung des Verkaufs von Rohdiamanten ist ja jetzt auch im Gespräch, das wird den Druck verstärken, das Kriegsende herbeizuführen. Dazu bedarf es anderer Vorgänge. Aber immerhin, man könnte ja den Druck verstärken, wenn man jetzt Drittländer eben dazu bringt, diese Sanktionen nicht mehr zu umgehen. Da hat man jetzt keine harten Maßnahmen angekündigt. Aber immerhin wollen die G7 diese Drittländer dazu ermutigen, sich an die Sanktionen mitzuhalten. Aber welches Interesse könnten denn diese Drittländer daran haben? Die verdienen ja meist ganz gut daran. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, um einen Partner oder einen Gesprächspartner vom eigenen Argument zu überzeugen. Entweder indem man Strafen androht, das sind die Sanktionen, oder indem man Incentives, also Anreize produziert. Ich würde immer vorschlagen, dass wir zunächst mal versuchen, Anreize zu produzieren. Also können wir beispielsweise einem Land wie Kirgisistan bestimmte Handelsvorteile in Aussicht stellen, wenn es sich unseren Sanktionen entweder richtig anschließt oder aber jedenfalls versichert, dass es Exportlieferungen aus westlichen Staaten nicht direkt nach Russland weiterliefert. Im Kontrast zu diesem ernsten, ja, da stehen wirklich diese wunderschönen Bilder, die uns hier aus Japan erreichen. Also der Izukushima-Schrein, dort haben sich die Staats- und Regierungschefs versammelt, eben nochmal für ein Familienfoto und können dort nun auch den Sonnenuntergang genießen. Jan-Philipp Burgert hat das ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr, sehr alter Schrein, entstand im 6. Jahrhundert. In der heutigen Form besteht er seit 1168, und auch das Tor, vor dem sich die Staats- und Regierungschefs eben aufgestellt haben, ist auch seit dieser Zeit errichtet worden, musste dann nochmal neu errichtet werden, ein paar Jahrhunderte später. 16 Meter hoch ist das Ganze und die Insel eben ein heiliger Ort, wo früher normale Bürger gar nicht hin durften. Das Ganze nochmal, um eben die Schönheit Japans zu zeigen und vielleicht auch mal ein bisschen Luft schnappen nach diesen vielen ernsten und wirklich sehr schwierigen Themen, die eben die G7-Staaten dort zu besprechen haben. Die mussten sich jetzt ja auch ein bisschen einschwören, noch einmal ein bisschen ihre Einigkeit versichern, denn es sind ja einige Gäste geladen, die nicht unbedingt der gleichen Meinung sind und die vielleicht überzeugt werden müssen. Und immerhin haben die G7
Staats- und Regierungschefs jetzt auch gesagt, sie bestehen auf einem vollständigen und bedingungslosen Abzug Russlands aus der Ukraine. Und zumindest Olaf Scholz hat ja dieses Wort vollständig bisher nicht genannt. Was für einen Unterschied macht das jetzt? Naja, darüber kann man lange diskutieren, was ist vollständig. Ich würde sagen, vollständig ist vollständig. Die Ukraine, also würde das zum Beispiel die Krim mit einschließen? Die Ukraine hat international anerkannte Grenzen seit der Unabhängigkeit 1991 und das schließt die Ukraine, schließt die Krim mit ein. Also im Prinzip bedeutet dieser Beschluss, dass man sich wünscht, wir können es ja vermutlich leider doch nicht erzwingen, dass man sich wünscht, dass der russische Abzug sich nicht nur aus dem Donbassgebiet, aus dem Osten und Südosten der Ukraine vollzieht, sondern eben auch aus der Krim. Wird man das wirklich erreichen können? Das ist die nächste Frage. Dann schauen wir mal auf diese Friedensinitiativen, die derzeit von Brasilien, der Arabischen Liga bis zu China ja vorgebracht worden sind. Ist das nicht auch ein bisschen so eine Vorfestlegung dafür oder lassen Sie sich davon gar nicht beeindrucken, was jetzt die G7 da wollen? Also ich würde sagen, was von afrikanischer Seite, was von brasilianischer Seite, von anderen Teilnehmern, wie ich höre, inzwischen auch von den Saudis vorgetragen wird an Interesse an Friedensverhandlungen oder Initiativen, das ist alles zu begrüßen, aber nicht wirklich entscheidend. Was ich für wichtig halte, ist die bisherige chinesische Haltung. Und ich gehöre nicht zu denen, die die chinesischen Pläne, China hat ja ein 12-Punkte-Programm damals, kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorgelegt. Ich bin der Meinung, das muss man ernst nehmen. China hat ganz offensichtlich die Ambition, sich an den weiteren Entwicklungen, die Ukraine betreffend, zu beteiligen. Das ist ja was Neues. China wäre vor 20 Jahren nicht auf die Idee gekommen, sich beispielsweise bei den Bosnien-Friedensverhandlungen zu beteiligen. Da war China weit weg, war nichts zu hören. Das ist neu, da zeigt sich die Weltmacht. Sollten wir ernst nehmen. Immerhin hat China wiederholt, und das ist wirklich wichtig, bestätigt, dass es die territoriale, sogenannte territoriale Integrität auch der Ukraine anerkennt. China ist allerdings die Antwort bisher schuldig geblieben auf die Frage, was genau ist denn China bereit zu tun, um die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen, die im Augenblick von Russland beschädigt wird. Also hierüber muss geredet werden und deswegen finde ich es fast schade, dass China bei dieser Veranstaltung in Japan nicht dabei ist. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die westlichen demokratischen Industriestaaten dieses Gremium haben, denn vergessen wir nicht, die Demokratie weltweit ist auf dem Rückzug, ist in der Defensive. Der Anteil dieser G7 an der Weltwirtschaft insgesamt, der war mal vor längeren Jahren weit über 50%, jetzt sind es gerade noch mal 30%. Und die Zahl der wirklich demokratischen Staaten auf der Welt hat in den letzten 15, 20 Jahren auch regelmäßig abgenommen. Also das ist nicht zum Lachen. Wir haben große Herausforderungen, wir als Westen. Und deswegen ist gut, dass dieses Gremium stattfindet. Aber wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass diese G7-Veranstaltung nicht mehr eine Mehrheit repräsentieren. Weder eine politische Mehrheit noch eine ökonomische Mehrheit. Das ist die bittere Wahrheit. Und jetzt ist es ja auch so, dass selbst innerhalb Europa die Meinungen über China und Taiwan und den Umgang damit auseinandergehen. Müsste man nicht da erstmal eine gemeine Linie finden? Da haben Sie vollkommen recht. Ich finde, eine der traurigsten Tatbestände in diesem Zusammenhang ist, dass wir bisher weder eine richtige deutsche China-Strategie haben, noch, und das ist natürlich noch viel wichtiger, eine für alle EU-Mitglieder verbindliche EU-China-Strategie. Denn nur wenn wir die hätten, könnten wir uns auch mit den USA über die Frage, wie weit will man denn jetzt Druck ausüben auf China oder nicht Druck ausüben auf China, dann könnten wir uns mit den USA sozusagen auf Augenhöhe unterhalten. Leider haben wir die China-Strategie noch nicht. Das ist das nächste wichtige, große europäische Ziel. Wir schauen in die Ukraine nach Bachmut. Die Lage dort bleibt unübersichtlich. Nachdem die Söldnergruppe Wagner schon die Einnahme der Stadt verkündet hatte, meldet nun die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, dass die Ukraine alle neuen russischen Angriffe auf Bachmut abwehren konnte. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.
Tja, und die russischen Streitkräfte könnten vor einem Kollaps stehen. Das zumindest meint der frühere US-Brigadegeneral John Teichert. Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf hat von Kiew aus mit ihm gesprochen. Präsident Zelensky hat seine Truppen jetzt in Stellung gebracht, weil er spürt, dass die russischen Streitkräfte zermürbt sind. Schauen Sie sich nur die Parade in Moskau vor einer Woche an. Das war extrem minimalistisch. Und das ist ein klarer Hinweis, dass da eine Armee ist, die materiell nicht mehr über große Kapazitäten verfügt. Und dann noch ein Punkt. Blicken Sie auf diesen Machtkampf zwischen russischer Armee und der Wagner-Gruppe. Auch da zeigt sich, dass die russischen Verbände am Rande des Kollapses stehen. Ob das jetzt zeitnah passieren wird, kann ich nicht sagen. Aber Zelensky wird auf eine Art Blitzkriegtaktik setzen. Er wird versuchen, mit einer Shock-and-Awe-Taktik zuzuschlagen, mit unglaublicher militärischer Wucht. Es ist gut möglich, dass die russischen Verteidigungslinien zusammenbrechen werden und dass es für Putin keine Wahl mehr gibt, als einzusehen, dass dieser Krieg keinen Nutzen mehr für ihn bringt. Glauben Sie, dass Russland überhaupt noch zu eigenen Offensiven in der Lage ist oder geht es nur noch um Verteidigung? Angesichts der Länge der Frontlinie und der Unfähigkeit der russischen Streitkräfte gehe ich davon aus, dass Moskau zufrieden wäre, wenn man das besetzte Gebiet halten könnte. Die russische Offensive im Winter und Frühjahr hat keine Geländegewinne gebracht und jetzt versucht man sich ausschließlich auf die Wucht des ukrainischen Angriffs vorzubereiten, der jetzt jeden Tag beginnen könnte. Christoph, gestern noch haben wir gemeldet, die Stadt Bachmut sei zu 99% unter russischer Kontrolle und jetzt scheint sich die Lage offenbar schon wieder geändert zu haben. Inwiefern denn? Nach heftigen Kämpfen gingen russische Militärblogger gestern sogar schon so weit, zu erklären, dass Bachmut nun vollständig unter russischer Kontrolle sei. Dem hat dann sofort Jewgeni Prigozhin über eines seiner mittlerweile schon berühmten Audiofeile über Telegram widersprochen und gesagt, Bachmut ist noch nicht gefallen. Und mittlerweile gibt es wieder extrem heftige Kämpfe im Südwesten der Stadt. Die Ukrainer, so Prigozhin, führen immer neue Kräfte nach, krallen sich an den letzten Wohnhäusern fest, wie ich das auch schon gestern gesagt habe. Das geht so weiter. Und es ist da eben noch nichts entschieden und Juri Padalaka, einer der wichtigsten pro-russischen Blogger, spricht sogar von einem großen Gegenangriff der Ukrainer in Bachmut. Also es scheint so zu sein, dass tatsächlich die Regierung in Kiew diese symbolträchtige Stadt auf keinen Fall aufgeben will. Und das Ganze ist, und das muss man ganz klar betonen, klar verbunden mit extremen Verlusten auf beiden Seiten. Und Jewgeni Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner, ist über Telegram von einem Medium, das Blocknot heißt, so viel wie Notizblock, gefragt worden, wie er denn eigentlich seine persönliche Sicherheit sehe bei all der lauten Kritik, die er immer übt an der russischen Regierung, vor allem aber auch an den regulären Truppen, an Verteidigungsminister Shoigu und auch an Generalstabschef Gerasimov. Da hat dann Prigozhin mit einem gewissen Fatalismus, wie ich das beurteile, geantwortet und hat gesagt, ja, man muss tun, was man tun muss und es kommt dann, wie es kommt und man darf sich, wenn der Tod naht, nicht irgendwie hektisch umgucken, um sich starren, sondern jeder müsse irgendwann eben sterben. So Jewgeni Prigozhin, ob er das ernst meint oder ob das ein bisschen Show war, ist schwer zu sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Prigozhin ein Mann ist, der natürlich immer dick aufträgt, der auch äußerst ruppig ist in seiner Art, gar keine Frage, aber er ist auch ein Mann und wohl einer der wenigen wirklich mächtigen Leute in Russland, die man immer wieder in voller Montur an der Front sieht, wohl auch in Bachmut. Und von daher riskiert der Wagner-Chef tatsächlich doch oft sehr, sehr viel. Christoph, es gibt aktuell keine Friedensgespräche, aber es gibt Gedanken, wie ein Frieden aussehen könnte. Jetzt gibt es US-Medien, die berichten darüber, dass die US-Regierung nachdenkt darüber, diesen Konflikt quasi einzufrieren nach dem Vorbild Koreas. Was hält man denn in Russland von solcherlei Gedankenspielen?
Genau, solche Meldungen sind hier aufgetaucht, auch über Telegram. Man bezieht sich da auch seitens der BBC auf Politico, dieses US-Medium. Und die Kollegen wollen erfahren haben, dass eben in der Biden-Regierung auch darüber nachgedacht wird, im Notfall eben diesen Konflikt einzufrieren in der Ukraine, diesen Krieg einzufrieren. Denn wenn beide Seiten nicht nachgeben wollen, keine Kompromisse sehen, aber auch nicht die Kraft haben, sich durchzusetzen, dann wäre ein eingefrorener Konflikt eine Möglichkeit, die über eine gewisse Zeit für eine gewisse Entspannung sorgen könnte. Das wird wohl diskutiert. Wie wird das Ganze in Russland gesehen? Ich habe mich umgehört und ich denke, sehr, sehr unterschiedlich. Das ist jetzt eine etwas schwammige Antwort. Ich will das konkretisieren. Die einen sagen, ja, das würde uns Russen Zeit geben, wieder zu Kräften zu kommen. Das würde Zeit geben, zu konsolidieren. Die anderen sagen, und das habe ich vor allem auch in regierungsnahen Kreisen gehört, dass das keine gute Option sei, denn von einer Ukraine unter Waffen und einem starken ukrainischen Militär würde andauernd eine Gefahr ausgehen für Russland. Und darüber hinaus müsste man auch bei einer handlungsfähigen ukrainischen Regierung davon ausgehen, dass es immer wieder auch zu Terroranschlägen in Russland kommen könnte. Mir wurde dann auch immer wieder das Beispiel genannt, dass wohl die ukrainischen Geheimdienste verantwortlich sind für Übergriffe und auch Anschläge, die zum Teil ja auch tödlich ausgegangen sind auf russische Militärblogger. Auch auf einen russischen Schriftsteller, der hat das Ganze überlebt. Aber diese Beispiele wurden eben genannt und deswegen sind viele Leute gegen einen eingefrorenen Konflikt. Und ich denke, es ist die Mehrheit, die das nicht will im Augenblick. Aber vielleicht bleibt auch Russland gar nichts anderes übrig, weil einfach die Kraft nicht ausreicht, diesen Krieg noch über Jahre hinweg fortzuführen. Der Preis für europäisches Erdgas ist erstmals seit Juni 2021 unter 30 Euro je Megawattstunde gefallen auf jetzt 29,75 Euro. Die Gaspreise setzen so ihren seit Monaten anhaltenden Abwärtstrend fort. In der Spitze kostete Gas im August 2022 ja noch mehr als 300 Euro. Nach der Entlassung von Staatssekretär Patrick Greichen steht jetzt auch das Heizungsgesetz auf der Kippe. Die FDP stellt den geplanten Start des Heizungsgesetzes ab 2024 in Frage. Die Fraktion habe noch 100 Fragen an Robert Habeck. Vor deren Klärung könnten die Beratungen über das Gesetz nicht beginnen, so FDP-Generalsekretär Djirsaray. Die Union fordert unterdessen mehr Transparenz. Sie will Einblick in die Compliance-Regeln des Wirtschaftsministeriums. Wegen verschiedener Unternehmensbeteiligungen steht mit Udo Philipp ein zweiter Staatssekretär in der Kritik. Laura Kipfelsberger vor dem Deutschen Bundestag. Also die Grünen sind ja nach wie vor davon überzeugt, das Gesetz steht, das Gesetz kommt und zwar ab dem kommenden Jahr. Alle anderen drumherum sind sich da nicht mehr ganz so sicher. Die FDP hat jetzt noch über 100 Fragen, aber keinen Ansprechpartner. Ist denn das Ganze tatsächlich noch zu halten? Ja, man muss ja noch mal betonen, die Sommerpause, die beginnt am 7. Juli. Das ist in 7 Wochen, das geht schnell. Und du sprichst es an, die FDP drückt ja nicht nur deswegen auf die Bremse, weil sie noch über 100 offene Fragen angeblich hat, sondern weil sie sagt, dass mit dem Ausfall von Patrick Greichen, der ja als Architekt der Wärmewende gilt, eben auch der zentrale Ansprechpartner für die Wärmewende ausfällt. Da haben die SPD und die Grünen gestern schon widersprochen und haben gesagt, dieser Zusammenhang sei dann doch etwas konstruiert. Aber die FDP bleibt dabei. Der FDP-Generalsekretär Djirsaray hat ja gestern noch mal betont, er hält es für ausgeschlossen, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause, also vor dem 7. Juli, durchgewinkt wird. Dazu kommt dann noch die Union, die eben jetzt darauf drängt, dass die Compliance-Regeln im Wirtschaftsministerium offengelegt werden. Und Julia Klöckner hat ja auch gefordert, dass offengelegt wird, wer im Wirtschaftsministerium überhaupt an den verpflichtenden Compliance-Schulungen, also Schulungen zu Verhaltensregeln, teilgenommen hat. All das bremst. Und natürlich muss man auch sagen, Robert Habeck ist schwer angeschlagen. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ein Vertrauensverlust, der da stattfindet in den Bundeswirtschaftsminister und der natürlich auch seine Ansinnen ausbremst. Aber das Ganze könnte sich ja stabilisieren, wenn jetzt Ruhe einkehrt im Wirtschaftsministerium. Dafür braucht es einen neuen Staatssekretär. Wie weit ist Habeck denn da mit der Suche?
Ja, aktuell ist das ja noch offen. Er hat ja selber betont, Robert Habeck, wie schwer das jetzt wird, einen kompetenten Nachfolger zu finden. Wie gesagt, Patrick Greichen gilt als der Architekt der Wärmewende, einer der wichtigsten Staatssekretäre und Mitarbeiter von Robert Habeck. Direkt nach seiner Entlassung war dann ja Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, im Gespräch. Allerdings, wie gesagt, noch offen, ob es tatsächlich dazu kommt. Es ist Druck auf dem Kessel und es muss schnell jemand gefunden werden, damit Robert Habeck seinen Ansinnen überhaupt noch durchsetzen kann, vor der Sommerpause das Gesetz zur Wärmewende durchzuwinken. Für ein bisschen Galgenhumor war dann doch noch Zeit am Mittwoch. Robert Habeck hat da betont, seinen Trauzeugen werde er nicht einsetzen. Laura, danke für den Moment. Mit insgesamt 14 Straßenblockaden in Berlin haben Aktivisten der letzten Generation am Morgen den Verkehr ausgebremst. Die Polizei hat dabei immer größere Schwierigkeiten, sie von der Straße zu bekommen. Statt Pflanzenöl mussten die Beamten wieder mit einem Trennschleifer anrücken. Andere Aktivisten klebten sich mit einem extrem starken Kleber an den Antriebswellen von zwei Fahrzeugen an. Deshalb musste die Feuerwehr erst die Autos von der Straße heben, um die Demonstranten dann davon zu lösen. Nach Angaben der Klimagruppe zielen die Blockaden darauf ab, den Urlaubsverkehr aus der Stadt hinaus zu behindern. Tja, Notarzt statt feiern. Der Vatertag im nordrhein-westfälischen Nettetal endet für eine Gruppe viel zu früh und ziemlich schmerzhaft. Eigentlich wollten die Herren auf diesem Planwagen feiern, doch beim Bergabfahren blockierte ein Rad des Treckers. Der angehängte Planwagen brach zur Seite aus und kippte um. Alle 9 Personen im Alter zwischen 30 und 62 Jahren wurden verletzt. Eine von ihnen so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste. Der Iran hat nach eigenen Angaben 3 Demonstranten nach Gerichtsprozessen hingerichtet. Die Männer seien am Freitagmorgen exekutiert worden, berichtet das Justizportal des Landes. Sie sollen während der landesweiten Demonstration gegen die iranische Staatsführung im November 3 Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet haben. Und unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Schauen wir nach Italien. Viel zu lang blieb der Regen aus im Norden des Landes. Jetzt regnet es viel zu viel auf einmal. Die Wassermassen überschwemmen ganze Ortschaften, überfluten Häuser, lösen Erdrutsche aus. Mindestens 14 Menschen, die sind in den Fluten ums Leben gekommen. Und in der Region Emilia-Romagna, da mussten sich viele Einwohner in höhere Stockwerke oder auf das Dach ihrer Häuser retten. Mehr als 10.000 Menschen sind evakuiert worden und es regnet immer weiter in der Region. Auf ihre Hausdächer flüchten die Bewohner in der Region Emilia-Romagna, um den Fluten zu entkommen. Per Hubschrauber rettet die italienische Küstenwache sie aus ihrer Notlage. Die Rettungskräfte arbeiten rund um die Uhr, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Nicht nur in der Luft sind sie im Einsatz, auch am Boden kämpfen sich die Retter durch die Fluten, holen die Menschen aus ihren Häusern, die von den Wassermassen eingeschlossen sind. Diese Turnhalle in der norditalienischen Stadt Faenza, provisorisch zur Notunterkunft umgebaut. Wo das Wasser gewichen ist, beginnen die Aufräumarbeiten. Der Kampf gegen den Schlamm für die Helfer kaum zu bewältigen. Auf den Straßen verteilen Soldaten Trinkwasser an die Einwohner. Die kehren in ihre Häuser zurück. Leben können sie dort meist nicht mehr. Sehen Sie, wir müssen alles raustragen. Wir müssen komplett von vorne anfangen. Alle Bücher, alle Dokumente, alle Klamotten, alles ist weg. Doch nicht nur materielle Werte sind verloren. Raffaella Zanni und ihr Ehemann Maurizio trauern um die Bilder ihres gemeinsamen Lebens. Die Erinnerungen meiner Ehe sind da drüben, sagt sie. Die Flut hat ihr Hochzeitsbuch unwiederbringlich zerstört. Der Blick aus der Luft lässt das Ausmaß der Schäden erahnen. Vielfach müssen Gebäude abgerissen oder wie diese Kirche in Cesena grundsaniert werden. Mindestens 1 Milliarde Euro, schätzen Experten, kostet der Wiederaufbau. Vor allem die Region Emilia-Romagna an der Adriaküste ist betroffen. Da sind auch in den kommenden Tagen und Stunden immer noch so bis 100, 150 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Heißt, die Flusspegel steigen weiter an. Erst für Anfang der kommenden Woche geben Meteorologen Entwarnung. So, wir schauen in die Region Emilia-Romagna nach Faenza. Dort ist Anna-Marleen Hove.
Und es regnet weiter und das ist das Problem auch für die kommenden Stunden und Tage. Wie sieht es aktuell in der Region bei dir aus, in dem Dorf, in dem du dich gerade aufhältst? Ja, das mit dem Regen ist eines der größten Probleme unter anderem hier, denn davor, die Monate, hatte hier die Region mit extremer Dürre und Trockenheit zu kämpfen und dann gab es plötzlich heftige Niederschläge teilweise in den Regionen, so viel wie in einem Monat es hier manchmal nicht regnet. Das hat also dazu geführt, dass sehr, sehr viele Flüsse übergelaufen sind. Wir befinden uns hier in der Nähe von dem Fluss Lemone, der dafür gesorgt hat, hier diese ganzen Häuser zu fluten und man kann es hinter mir erkennen. Hier steht auch immer noch gerade die Polizei in einem kompletten, ja quasi Schlammgebiet. Hier ist von Straßen gar nichts mehr zu erkennen. Und der Grund, warum die Polizei dort noch steht, ist, dass hier heute Morgen ein weiterer Toter geborgen werden musste. Ein 84 Jahre alter Mann. Und somit steigt die Zahl der Todesopfer auf bereits 14 Personen an. Ich zeige euch gerne mal, wie es hier drumherum aussieht, um da mal einen Eindruck von zu bekommen. Wir müssen nur kurz einmal noch das Auto hier vorbeilassen, weil wir einmal über die Straße drüber müssen. Und ich muss mich auch etwas langsam fortbewegen, weil teilweise reicht der Matsch wirklich bis den Unterschenkel hoch. Wir gehen gerade mal gemeinsam hier gerade rüber ganz langsam. Und möchte ich euch nämlich hier gerade mal den Hinterhof zeigen, hier von einem Haus. Einmal reinfilmen, man sieht hinten im Garten noch das Wasser hoch stehen und dieses kleine Haus, dieses weiße links an der Seite, was wir da sehen können. Man sieht, das Dach ist voller Matsch oben. Das liegt daran, dass wirklich die Wassermassen bis über eben dieses Dach gereicht haben. Unten drunter sind teilweise vier Garagen, hat uns die Anwohnerin erzählt. Und in diesen Garagen haben sich alte Antiquitäten befunden, denn das ist, wie sie hier ihr Geld verdient haben. Sie haben halt eben alte Antiquitäten verkauft, so ihren Lebensunterhalt finanziert. Und das ist jetzt natürlich das große Problem hieran. Es ist alles komplett zerstört und kaputt. Wir können gerade noch mal auf die andere Seite des Hauses gehen und einmal hier hineinschauen. Wie gesagt, es geht nicht ganz so schnell, weil es ist wirklich also es ist unfassbarer Dreck hier überall, wie hier alles geflutet worden ist. Man sieht es hier, die Anwohner versuchen mit der Schaufel den Matsch hier aus dem Haus rauszuschaufeln. Und zu retten ist hier tatsächlich gar nichts mehr. Also hier ist nichts übrig geblieben, wo man sagt, da kann man noch was mit anfangen. Lass uns einmal noch gerade mit hier reingehen. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Wenn wir hier rechts einmal rein laufen, kann man sehen, dass auch die ganzen Möbel vom Wasser ja, hin und her geschleudert wurden. Man sieht an der Wand oben den Wasserpegel, wo die Wand immer noch nass ist. Und hier auf dem Tisch eben, wie eben schon erwähnt, auch die Garage voll mit den alten Antiquitäten. Man ist hier wirklich sehr verzweifelt, weil man gar nicht mehr weiß, wie man diesen Schaden überhaupt noch in den Griff bekommen soll. Dort Anna-Marleen Hove, recht vielen Dank. Schock im Vatikan. Ein Autofahrer hat am Abend die Sicherheitsschleusen mit hoher Geschwindigkeit durchbrochen. Die Gendarmerie des Papstes versuchte, den Mann noch mit Schüssen auf die Vorderreifen zu stoppen. Es gelang ihm aber trotzdem, bis ins Zentrum vorzudringen. Dort ist er offenbar aus dem Fahrzeug gestiegen und ist dann dort sofort verhaftet worden. Und eine erste Untersuchung habe gezeigt, dass der etwa 40-jährige Mann Merkmale einer schweren psychischen Störung aufweist. Er sitzt nun vorläufig in einer Zelle des Vatikans. Bei einem Amoklauf im US-Bundesstaat New Mexico hat ein Teenager 3 Menschen erschossen, 6 weitere wurden verletzt. Jetzt gibt es Bilder der Polizei und zwar von einer Bodycam der Beamten. Und auf denen ist zu sehen, also auf den Bildern, wie sie sich einen Schusswechsel mit dem 18-Jährigen liefern. Der war mit 3 Waffen durch sein Wohnviertel in der 50.000 Einwohnerstadt Farmington gelaufen und hatte innerhalb weniger Minuten mehr als 190 Schüsse abgegeben. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter seine Opfer willkürlich wählte. Er wurde von den Beamten erschossen. Nach dem Verbot der chinesischen Kurzvideo-App TikTok im US-Bundesstaat Montana haben innerhalb weniger Stunden 5 Nutzer Klage eingereicht. Sie sehen durch das Verbot das Recht auf freie Meinungsäußerung gefährdet.
Der Bundesstaat überschreite seine Befugnis. So heißt es in der beim Bundesgericht eingereichten Klageschrift. Am Mittwoch verbot Montana aus Sicherheitsbedenken als erster US-Bundesstaat diese Video-App. Ab Januar dürfen Download-Plattformen TikTok nicht mehr anbieten, sonst drohen hohe Geldstrafen. So, wir schauen aufs Wetter, liebe Zuschauer und Zuschauer. Fangen wir bei gestern an. Ich gebe zu, ich habe Sonne bekommen, ein bisschen zu viel. Sieht man jetzt nicht unbedingt, aber es spannt noch ein bisschen. Obwohl ich mich eingecremt habe. Aber die Maisonne, die hat schon echt, wenn sie scheint, richtig Kraft. Lale, guten Morgen. Wie geht's denn weiter, was dieses frühlingshafte Wetter betrifft? Also in Berlin und auch in Frankfurt sollte man heute auch auf UV-Schutz setzen. Wir haben 9 Stunden Sonnenschein. Das ist schon richtig ordentlich. Und richtig schön ist es in Nordfriesland. Die Einzelheiten. Eine Hochdruckbrücke hat sich zwischen dem Atlantik und der Ostsee gebildet und verbreitet ruhiges Wetter. So. Das Hoch Ulla über der Ostsee und die Hochdruckgebiete über dem Atlantik haben sich also zusammengeschlossen zu dieser Hochdruckbrücke und sorgen gemeinsam für eine kühle Nordostströmung. Die Luft bei uns erwärmt sich also nur langsam. Außerdem haben wir auch noch dieses Unwettertief über Italien, das schon schwächer ist, uns aber trotzdem immer noch Wolken in den Süden schickt. Der heutige Brückentag bringt uns besonders im Norden und Westen sowie an der Ostsee viel Sonne. In der Mitte haben wir immer noch einige dichtere Wolken. Und wenn wir an den Alpenrand gucken, sehen wir hier noch Schauer. Auch das sind noch, ja, das ist das Italientief, das hier auch noch wirkt auf uns. Die Sonne zeigt sich über den ganzen Tag immerhin rund 5 Stunden im Süden. 9 Stunden haben wir in Frankfurt und auch in Berlin. Und dann oben in Nordfriesland haben wir tatsächlich 11 Stunden Sonnenschein, was schön ist für die Urlauberinnen und Urlauber. Höchstwerte bis 20 Grad sind noch nicht allzu warm. An den Küsten braucht man bei 13, 16 Grad und Wind noch eine Jacke. Auch unter den dichteren Wolken in den östlichen Bergen und am Alpenrand haben wir gerade mal 15 Grad. Auch hier braucht man eine Jacke. Am Wochenende wird es dann deutlich wärmer. Am Sonntag sogar sommerlich mit bis zu 28 Grad. Dazu scheint die Sonne, allerdings nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko wieder zu. Sonntag wird es im Nordwesten nass, am Montag kommt dann der Süden dazu und am Dienstag ist die Osthälfte dran. Dort, wo es gewittert, ja, da herrscht dann auch erhöhte Unwettergefahr. Bleiben Sie vorsichtig.